Hey zusammen, ihr fragt euch, wie die CDU versucht, Armin Laschets miserable Leistung im Bundestagswahlkampf noch zu drehen? Bei all den Lachern, Fehlern und Abstürzen von Laschet müssen die schon harte Geschütze auffahren. Wie sie es dennoch versuchen und daran kläglich scheitern und welche Rolle Elon Musk dabei spielt, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Yannick und hier bei Back to the Inhalt mache ich Analysen zu politischen Themen. Wie der Kanalname schon verrät, interessieren mich vor allem der wirkliche Inhalt einer Szene und die Hintergründe dazu. Immer mit dem Blick darauf, was man alles Neues lernen kann. Aber springen wir gleich rein. Nachdem Armin Laschet bei der Flutkatastrophe gelacht hat, Interviewanfragen und Duelle ausgeschlagen hat und bei den Umfragen abgestürzt ist, müssen wir uns heute mal angucken, wie die CDU versucht, die Wahl noch zu retten. Als konkrete Szene gucken wir uns Laschet bei der Tesla-Fabrik von Elon Musk in Brandenburg an und wie die CDU versucht, die Stimmung zu drehen. Die Szene mit Musk-Lacher ist dafür so gut geeignet, weil sie dermaßen offensichtlich dämlich von Laschet ist, dass man den versuchten Spin der CDU im Nachhinein sehr gut erkennen kann. Aber kommen wir kurz zur Szene. Einmal die Basics. Armin Laschet besucht Elon Musk bei seiner neuen Tesla-Fabrik in Brandenburg und anschließend geben sie der Presse ein kurzes Interview. Dabei haben einzelne Reporter die Möglichkeit, frei Fragen zu stellen, was ja auch schon eine Besonderheit an sich ist. Die entscheidende Frage ist die: Konkrete Vorstellungen oder Vorschläge schon, was das Thema Entfesselung angeht. Und darüber hinaus, Sie haben im Handelsblatt im März gesagt, dass Sie das Elektroauto nicht als die Zukunftsform in den nächsten Jahren sehen. Bleiben Sie noch nach Ihrem Besuch bei dieser Einschätzung oder hat sie sich geändert? Nachdem Laschet den ersten Teil ausführlich, aber übrigens auch inhaltlich falsch beantwortet hat, aber immerhin, kommt er auf den Teil mit der E-Mobilität zurück. Dabei geht es, wie der Reporter es schon gesagt hat, um Laschets eigene Aussage über E-Autos und deren Sinnhaftigkeit bzw. Durchsetzungsvermögen gegen andere Technologien. Und anstatt da einfach zu sagen, dass ihm E-Autos wichtig sind, die stehen da gerade vor einer Tesla-Fabrik mit Elon Musk, was soll er sonst sagen, gibt er die Frage auf Englisch an Musk weiter, ob denn jetzt Elektromobilität oder Wasserstoff das Ding der Zukunft sei. Das ist die Frage, what is the future of cars? Hydrogen or definitely electric. Yeah, if you know. Die Zukunft des Autos ist definitiv elektrisch. Dass der da nur lachen kann, sollte allen klar sein. Das muss ich gar nicht weiter vertiefen. Ich frage doch auch nicht den Anbieter von Fertighäusern, was der Vorteil von Ziegelsteinhäusern ist. Das ist ein bescheuertes Beispiel. Wieso fällt mir kein besseres ein? Bemerkenswert, Laschet merkt seinen Fehler sogar selbst sofort. Er sagt, you know, und lacht dabei. Er kapiert also gleich, wie dämlich seine Frage war und versucht noch irgendwie die Kurve zu bekommen. Und hier fängt der verzweifelte Rettungsversuch der CDU an. Wir gehen die einzelnen Versuche Schritt für Schritt durch und es wird von Mal zu Mal absurder. Aber lasst uns beginnen. Rettungsversuch Nummer 1, Laschet selbst. In das Lachen von Elon Musk hinein spricht Laschet von einem angeblichen wissenschaftlichen Streit. Problem, wenn es überhaupt einen gibt, E-Autos sind Wasserstoffautos deutlich überlegen, dann nur bei LKWs. Und genau darauf kommt Laschet. Das ist sein Dreh. Er versucht so zu tun, als hätte er bei seiner Frage an Musk LKWs gemeint. Dumm nur, dass er klar von Cars gesprochen hat. Und wie wir nun wissen, auch die eigentliche Frage des Reporters auf Autos abzielte. Um LKWs ging es in den ganzen 7 Minuten des Interviews kein einziges Mal, außer als Laschet auf einmal damit ankommt. Und weil das so bescheuert ist, wissen die CDU-Funktionäre auch gleich, dass sie Laschet zur Seite springen und die Deutungshoheit über die Zähne erlangen müssen. Und da sind wir beim Rettungsversuch Nummer 2, Parteisoldaten. Da hätten wir zum einen Ruprecht Polenz. Unter anderem ehemaliger CDU-Generalsekretär und bekannt, weil er als älterer Mann auf Twitter Resonanz erhält und hin und wieder mal gute Dinge schreibt. Er ist ausgewiesener Armin Laschet-Fan und verteidigt ihn bis zum... Er retweetet, war heute beim Gespräch mit Elon Musk. Red Guy, der Armin. Bei Tesla dabei. Die Diskussion zu Wasserstoff ging um Schwerlastverkehr und so weiter. Das hat Armin Laschet gemeint und da hat er recht. Also abgesehen von dem eingeworfenen Great Guy, der Armin. Bei welcher Diskussion um Wasserstoff war Herr Wallrabenstein da bitte dabei? Es ging außer der Einnennung von Laschet nie um Wasserstoff und eine Diskussion war das schon gar nicht darüber. Auch nicht über Schwerlastverkehr. Wir wissen natürlich nicht, was vor diesem Interview passiert ist. Vielleicht haben die da vorher schon über irgendwelche Themen geredet, aber alles, was wir da mitnehmen können, ist, da es ging in dieser Szene nicht um LKWs und auch nicht um Wasserstoff. Hier wird also der Spin von Laschet aufgegriffen und einfach so getan, als ginge es die ganze Zeit um Wasserstoff und LKWs. Und Laschet hätte in diesem Kontext eine Aussage getroffen. Wenn man die Szene nicht kennt, ist das ein guter Ausweg für Laschet und die CDU. Aber selbst der angeheftete Tweet mit der 12-Sekunden-Szene lässt den Dreh auffliegen. Aber gut für alle, die mit Handy im Bus und Bahn sitzen und das Video gar nicht angucken, sondern nur lesen. Für die mag der Versuch funktionieren. Der Ursprung der eigentlichen Frage vom Handelsblatt basiert übrigens auf diesem Interview mit Armin Laschet. Da das leider hinter einer Paywall liegt, kann ich euch nur den Ausschnitt aus diesem Tweet zeigen. Auch hier geht es die ganze Zeit nur um E-Autos. Was dafür nicht hinter einer Paywall liegt, ist ein Like und Abo für meinen Kanal, wenn euch das Video bis hierher gefallen hat. Das hilft und freut mich sehr.
aber auch weitere Leute springen Laschet zur Seite, um seinen Spin durchzuziehen. Da hätten wir einmal Frank Saarfeld, Politik-PR-Mensch, der sehr klar pro CDU ist und wahrscheinlich auch PR für die CDU macht. Auch wenn ich das nicht genau herausgefunden habe, aber sein Twitter-Feed ist reinste CDU-PR und sehr viel Anti-Scholz. Und dann haben wir noch Marian Bracht, der Leiter des Büros des Bundesgeschäftsführers der CDU. Da ist die Verbindung offensichtlich und beide verbreiten unter dem Hashtag Faktencheck die Lüge, dass es die ganze Zeit um Wasserstoff und LKWs ging. Da sollte man meinen, niveauloser wird's kaum noch, aber Moment, Laschet ist ja auch noch mit an Bord. Der darf es auch nochmal versuchen und zwar mit dem dritten Rettungsversuch. Auch über Twitter. Und weil die Rettungsversuche bis jetzt so super erfolgreich waren, antwortet Laschet nämlich auf einen Tweet von Cem Özdemir, der den Ausschnitt geteilt hat. Und auch hier sieht man das CDU-Blabla von wegen LKW, das hat sich so durchgezogen. Und dann auf einmal bei PKW ist klar, Elektro, Aria selbst. Und dann auch noch mit diesem Smiley. Das heißt also, als sie merkten, dass der Spin Richtung LKW und Wasserstoff nicht so richtig funktioniert hat, offensichtlicherweise, fangen sie einfach an zu behaupten, bei Autos seien sie klar für Elektro. Dabei geht es in der Szene doch ausdrücklich darum, dass Laschet diese dämliche Frage stellt. Auch der Spin funktioniert mit dem Hintergrundwissen nicht. Wie soll man das auf einmal glauben? Und wenn ihr jetzt glaubt, bei den verhauenen Rettungsversuchen würde die CDU es belassen, falsch gedacht. Da muss natürlich noch was kommen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat Armin Laschet bei einer Veranstaltung nach der Situation gefragt und Laschets Antwort war: Ihr Kollege fragt es aus Nettigkeit, weil wir ein ganz gutes Verhältnis in dieser Stunde gewonnen haben, übersetze ich ihm das auf Englisch. Und daraus machen dann eine wild gewordene Twitter-Gemeinde: Laschet fragt allen Ernstes Elon Musk, ob er Wasserstoff oder Elektromobilität für richtig hält. Das ist ja eine absurde Frage. Er ist ja der Pionier der Elektromobilität. Also völlig bescheuert ist man ja nicht, wenn man ihm eine Frage stellt. Ja genau, völlig bescheuert ist man nicht, schön wie Laschet sich hier selbst beschreibt. Und jetzt will er sich damit rausreden, dass es nur eine nette Übersetzung der Frage des Reporters gewesen sei? Ja, das war eine Übersetzung, aber die Frage hatte ja nichts mit Wasserstoff und LKWs zu tun. Und weiter dann Laschet? Also es war eine nette Übersetzung, das wird dann im Netz zusammengeschnippelt, alle erregen sich. 10 Minuten später kommt dann der ganze Ausschnitt, so war die Story. Ja, zusammengeschnipselt. Wenn an der Szene irgendwer versucht hat, etwas rumzuschnipseln, dann seine CDU-Leute, die versuchen, ihn aus der Schlinge zu ziehen, weil er es mal wieder komplett verhauen hat. Aber nein, es sind wieder nur die anderen, die böswillig alles falsch verstehen oder verdrehen. So oft wie Laschet falsch verstanden wird, sollte der vielleicht nicht an internationalen Treffen teilnehmen. Er weiß, wie undeutlich er vor Präsidenten anderer Staaten spricht. Und was dann passiert. Hier links findet ihr noch weitere Videoanalysen von mir. Denkt an den Daumen nach oben, das Abo und die Glocke. Danke und bis zum nächsten Mal.